schwierigste Rennstrecke der Welt in diesem Game. Und das in unserer wunderschönen Koop. Tobi wird heute ragen, wenn er in Q2 wieder ausscheidet. Moin! Nein, heute nicht. Aber heute wird es, glaube ich, schwer. Was denn? Heute Q1 oder was? Heute wird wenn wir in Q1 ausscheiden. Vielleicht haben wir ja Ring. Ne, Brasilien ist eine relativ, schwierige Strecke, was Grip-Verhältnisse angeht. Da ist man jetzt mal schön am Rutschen. Also das Setup ist ja wichtig. Ich hoffe mal, das habe ich. Ja, oder auch nicht. Oder auch Regenrennen. Im Qualifying ist das trocken bewölkt und im Rennen haben wir es auch am Anfang sonnig und dann bewölkt. Also ein trockenes Wochenende. Gut. Dem Medium werden wir hier nicht im Einsatz sehen. Ich habe hier geplant, eine 2-Stop-Strategie zu fahren. Das ist auf jeden Fall die schnellere. Ja, ich auch. 1-Stop fahre ich ja sicherlich nicht den Müll. Also den Medium reißen wir mal wieder vom Auto runter. Ich gehe direkt in den Supersoft raus. Okay. Aber ich denke mal, der Soft würde der wichtigere sein. Der Soft. Also, ich denke mal, Supersoft, Soft, Soft oder Supersoft, Soft, Supersoft. Denke mal, eins von den beiden. Wenn wir da uns anschauen. Ja, also, Fahrerplan, hier mal hier ein paar Runden mit. 9 Runden erstmal. Erstmal ein bisschen einfahren. Hier muss man auch die Curbs, hier muss man auch auf jeden Fall die Curbs meinen. Gerade so Kurve 1, den Inder, den sollte man eigentlich nur anpusten. Mehr nicht, dann ist das Auto, dann bricht das Auto direkt vorne aus. Gut, fahren wir mal raus. Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Themen heute. Tobi hat ein paar vorbereitet. Ja, F1 2018 hatten wir in. Wo waren wir gestern? Mexiko. Mexiko, stimmt. In Mexiko beredet. Aber Mexiko ist eine etwas, ich würde sagen, schwierige Strecke als Brasilien. Ich genau umgekehrt. Ich muss mich da mehr konzentrieren, glaube ich, als hier. Ich muss mir erstmal mit an das Setup gewöhnen und das Auto bricht gar nicht bei mir aus. Aber das Setup läuft ja richtig nice. Das Setup ist auch deutlich besser. Das war ich vorher, das war sehr unruhig. Da bin ich nur am Rutschen gewesen, da bin ich glaube im AOR-Rennen, in der Kurve davor, wo du bist, diese lange links, da bin ich glaube abgeflogen. Ja, ohne Einwirkung von irgendjemanden. Einfach weg. Als ob ich da einen Haas habe oder sowas. Oder einen Williams. Hui! Tobi dreht sich jetzt schon weg. Ja, Tobi, Themen heute. Die langweilige Formel 1. Ja, letzten beiden Rennen, wie gesagt, waren jetzt keine Schmecker, sag ich mal. Normalerweise kann er da eigentlich ein bisschen spannender. Aber wir haben die drei Top-Teams waren ja schon eigentlich fast auf einem Level. Obwohl sich Red Bull immer noch ein bisschen hinten anstellen müsste. Wegen dem Defizit auf der Geraden. Also glaube ich auch nicht wegbekommen. Ja, da muss was von Renault kommen. Jetzt sind ja die langen, aber in Sainz war ich relativ guten Topspeed gehabt an dem Wochenende. Vielleicht haben sie da ein bisschen Flügel irgendwas eingestellt. An sich, ja, Kader war jetzt nicht spannend. Ich hab da das mit Hartley und Stroll am Anfang. Aber nichts Besonderes. Der Unfall. Harley wollte es außen probieren und Strolls Auto, ja, verliert er. Und Sirotkin, der ist dann durch die Teile gefahren und musste auf, glaube ich, Frontflügel und Reifenwechsel, der hat von Platten gehabt. Also wie von Dorn. Und Grosjean hat sie nach vorne gearbeitet, bis auf die 12, glaube ich. Aber es war nicht spannend. Wie Monaco. Gute Zeit, P3. Du hast dich auf P3 vorgekämpft. So, Tobi, ich komme hier nicht unter ein 1-12-2 bisher. Ich muss mir erstmal hier ein bisschen einfahren auf der Strecke. Ja, das muss ich auch. Gerade also zwei, hier gerade. Wir werden nicht gegen die Red Bulls fahren. Hier werden wir gegen die Haas fahren und Renaults. Und wir jetzt Force India.
schon auf Supersoft unterwegs, was bist du gefahren? 12-0 erstmal, da war ich ordentlich am Lutschen in der Runde. Ja, Fußball-WM läuft ja auch. Gestartet. Für euch denn vor 2 Wochen. Wir haben aktuell den 2. Spieltag. Gerade läuft aus der Gruppe A. Genau. Also, du wirst ja wahrscheinlich auch Fußball-WM denken, mal schauen. Ja, aber nicht alle Spiele. Nein. Die interessanten Spiele und die deutschen Spiele. Ich erwarte jetzt nicht, dass du Dings Marokko gegen Iran nachher guckst. Nein. Genau. Portugal-Spanien. Portugal-Spanien ist halt das Highlight 20, oder? Das wird gut. Da musst du wieder so was Komisches eigentlich wetten, zum Beispiel so 5-2 oder so. Oder 7-1. Aber es gab vor 4 Jahren echt Leute, die einen 7-1 getippt haben. Und die auch da richtig Kohle gemacht haben. Vielleicht war er betrunken oder so. An dem Tag war es dann gut, ne, betrunken zu sein. Also jetzt habe ich eine 12-1 auf der Agenda. Ach, mit dem Entscheiden ist immer noch sehr nervig. Hat ein großes Handicap. Ich werde jetzt in der 11-6 fahren. Oh, Kurve 2 ist aber auch Müll, ey. Kurve 2, dieser Rechtsknick? Ja. Da musst du ganz leicht den Körper mitnehmen. Die letzte Kurve ist so ein bisschen scheiße. Dritter, vierter Gang, welcher Gang ist da der bessere? Der vierte Gang war gerade Müll. Ja, der hat das Skull so ein bisschen, finde ich. Egal mit welchem Setup. Und der dritte, da kommst du gefühlt zu langsam rein. Oh, der Sainz ist vor mir. Oh. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ja, das war doch erstmal anständig gefahren. Trotzdem habe ich da immer noch was liegen gelassen. Na gut, ja, der Reifen, der baut ja auch gut ab. Deswegen ist mit dieser 2, mit dieser 1-Stop, sagen wir mal, von Soft Medium auch jetzt nicht so doll. Weißt du, dann will ich. Super Soft, Soft fahren wir. Dann schaltet er gerade 2 Gänge zu weit runter, dann will ich wieder einen höher schalten, schaltet er doppelt hoch. Danke. Danke, Ronny. Danke, Ronny. Jo, komm ey. Wer tippst du denn Weltmeister? Deutschland? Wer wird Fußball-Weltmeister? Na, glaube ich nicht. Ich tippe so ein bisschen auf Brasilien. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Brasilien. Frankreich ist aber dann haben wir ja was über so 7-1, wo wir keiner rechnet bei Brasilien. Das ist ein Ergebnis, was, keine Ahnung, das ist einfach ein historisches Ergebnis gewesen. Ja. Das wird es in den nächsten, mehreren Jahren, Jahrzehnten nicht geben. Also nicht so ein Debakel. 5-0 war jetzt schon ein Debakel für Saudi-Arabien, nee. Aber damals gab es dann aber auch höhere Siege bei der WM, wenn da jetzt so eine etwas kleinere Mannschaften waren. Ja, Italien nicht dabei, Spanien nicht dabei. Doch, Spanien ist dabei. Ach, Holland meine ich. Ja, die Holländer sind doch blöde, ey. Wie man so versauen kann. Kann den Deutschen auch passieren, ey. Ja, kann mir vorstellen. Fahrer vor mir. Alter, der Palmer fährt 12-0. Da weißt du ja ungefähr, wo wir uns hier einordnen dürfen.
Welchen Platz bist du gerade? Siebter. So, ich glaube, jetzt fahre ich gleich mal die Supersofts. Aber wir fahren ja 36 Runden, also denk mal so, in den Supersoft müssen schon so unsere 10 Runden kommen. Oder vielleicht 11 oder so, dass wir dann noch mit dem Soft nochmal pushen können. Ich denk mal, Supersoft, Soft. Okay, du musst dann die Box, bevor die Supersoft, kann man glaube ich fahren. Schön am Rutschen. Also mit dem Soft bin ich nicht langsamer geworden, oder ich war am Anfang immer zu schnell in der Box. Ich war am Anfang nicht schnell genug. So, dann wollen wir uns mal auf das Qualifying einschießen. Selbst der Quiert ist vor mir. Es wird immer peinlicher. Tobi ist auf der 8 oder 9 oder 10 bald. 8. Hinter Hülkenberg, auf, der auf Soft ist. Oh je! Ich bin auch nur am Moment eigentlich. Training ist kompletter Müll hier. Nur um reinzukommen ist das. Auf was freust du dich in 2018? Das hatten wir gestern auch schon, ne? 2018 sind schon 6 Monate. Ja, aber du meinst das Spiel, ich weiß. Auf jeden Fall auf eine neue Liga-Saison. Das ist mein Hauptziel, eine neue Liga-Saison. Ich hoffe, ich freue mich, dass wir die Konsolen dann weiter ausweiten mit PS4 auf jeden Fall. Denke mal, da werden wir auf jeden Fall weiterführen. Mit Xbox, denke mal, kriegen wir auch eine zusammen bestimmt, kann ich mir vorstellen. Hast du eine Xbox? Nö. Kaufst du dann eine? Ich kaufe mir sicherlich keine Xbox dafür. Das, da gibt es dann Leute, die sich dann dafür bewerben und dann hoffen wir, dass dann da die Leitung übernommen wird. Vielleicht schauen ja auch Leute zu, die eine Xbox haben und die dann da vielleicht 2018 Interesse haben. Du willst die Leitung abgeben? Na, dass halt da halt ein Koordinator halt ist auf der Xbox, ja, dass der Leute edit, dass er Leute hat. Und dass es aber vielleicht gestreamt wird oder so. Von Fahrern oder aus der Zuschauerperspektive, die das wir Kommentatoren haben vielleicht sogar, die das denn machen. Ach, da ist ein Hülkenberg. Ja, auf jeden Fall, das ist das Hauptziel. 2018. Ja, ein Massa, der ist 15. weg mit den Supersoft. Der steigt nächstes Jahr in der Formel E ein. Ja. Naja, die Knackerveranstaltung. Ich sag dir, Alonso, der geht in die IndyCar. Irgendwann. Wenn es jetzt mit McLaren irgendwie. Also, ich glaube, McLaren gibt da vielleicht auch nächstes Jahr noch schon. Nächstes Jahr noch eine Möglichkeit. Ich glaube, dann war es das aber. Das ist die große Frage, weil gerade immer. Der will Siege haben und der kann ja auch noch schnell fahren. Hast du in der WEC gesehen, ja? Klar, das Auto. Ja, aber nicht mit dem McLaren-Kack-Auto, nee. Da. 17 Minuten haben wir jetzt schon um. Ich werde mal mit den Soft rausfahren. Machen wir das heute mal andersrum? Ja. Ach, Benzinverbrauch ist doch schon relativ hoch. Also alleine auf Standard habe ich schon reich eine Menge verbraucht. Also im Rennen muss ich dann ein bisschen was mitnehmen. Gut, fahren wir raus. Ja, aber für 2018, worauf freust du dich denn auf einen neuen Karrieremodus denn? Denke ich mal. Hauptsächlich und natürlich auf die Liga, auf den Zuschauermodus. Wieder der Tobi schön am Abkacken wieder ist. Wieder mal gespannt. Ja, wird auf jeden Fall Classic Liga, ne, Classic Autos freue ich mich. Dass wir das da weitermachen können, müssen wir mal schauen, wie wir das denn wieder handhaben. Ob wir dann wieder eine Saison machen, so wie die erste. Dass halt aus den verschiedenen Autos fahren. Oder in dem Fall, dass wir dann wieder eine Saison machen mit mehreren Autos, ja. Also für den Zuschauer ist es besser, wenn du mehrere Autos hast. Ja, natürlich. Ein Auto. Du weißt nicht, wer ist. Oh,
Weil das ist das große Problem dann als Zuschauer. Ja, die haben ja gesagt, auf jeden Fall nehmen sie ja die Autos hier, die wenn sie das 2017 hatten, die kommen ja jetzt wieder rein. Und die werden sie nicht so großartig ändern. Was wollen sie da vielleicht ändern? Vielleicht vom Fahrfeld nochmal verbessern, aber ich glaube, da wird nichts. Oder denkst du daran, dass die Classic Autos irgendwie überarbeiten? Der Fokus liegt mehr wieder auf der Karriere und auf Interviews. Na jetzt, durch diese E-Sports haben sie auch mitbekommen, Multiplayer und auch diese Linie, das muss einfach auch ein bisschen besser werden. Okay, das war richtig abgekürzt. Oh, ich hasse Kurve 1 und 2. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, warum geht das Date nicht nach unten? Hat mich der Querschnitt doch nicht so viel gekostet. Boah, ich hasse Kurve 1 zum Anbremsen. Die musst du noch so eng nehmen für Kurve 2 und 3, habe ich das Gefühl. Du sehr viel Schwung hast für die Kurve 3. Ja. Läuft der morgen irgendein heißes Spiel in der WM? Boah, weiß ich gar nicht. Van Dorn fährt natürlich weiter. Oh Gott, steht mir auf den Sack. Also ich bin jetzt momentan auf P5. Boah, die Supersoft bohren aber richtig ab nach 3 Runden. Also, oh, ich war happy. Da kommst du gerade so 10 Runden mit. Hab ich den Van Dorn jetzt hier im Training überholt? Fettel auf Medium vor mir. Komm, Phantom, mach da einfach. Halte einfach. Fahr da einfach weg. Ich will nicht im Training. Boxengasseneinfahrt ist schwer. Mann, du nervst Van Dorn. Alter, lass doch einfach mal weg. Alter, wir sind nicht im Rennen. Warum fährt er denn einfach nicht langsam zur Seite? Oh, ich mach jetzt hier Platz. So, ich halte jetzt hier an. So, verpiss dich. Beide Drecks McLarens hier. Das ist einfach einen, der hinter dir schneller ist, Alter. Ich bin auf Software, ich bin auf schnelleren Reifen. Warum lässt sich keiner einfach nicht vorbei? Bin im schnelleren Auto. Bin auf schnelleren Reifen unterwegs. Und der schnellere Fahrer. Fertig. Alles Argumente für Charlie Whiting. Ja. Blue Flag. Du weißt mal, ob du auf deinen Stammplatz im Qualifying. Ja, ruhig. In Mexiko habe ich mir selber verhauen. Ja. Muss auch. Ja, gut. Du willst noch ein paar Runden drehen? Ach, keine Ahnung, ja. Soft kurz mal fahren. Hockenheim ist in einem Monat. Das kann man auch noch erwähnen. Ja, müssen wir mal Liga-Treffen immer ausmachen. Könnte man langsam mal in Discord besprechen. Ja, eigentlich ist nicht so schwer. Zwischen Training 1 und 2 würde ich machen. Und vielleicht zwischen Training 3 und Quali. Also Freitag und Samstag. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Dann ist ja die Frage, wo am Hockenheim? Irgendwo da Mitte. Ich fahr mal einfach mal eine Runde auf Fett jetzt, so. Aber wir treffen uns dann im Fahrerlager, ne? Ja. Das ist irgendwie in der Mitte. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Ein Paddock. Warst du schon mal am Hockenheimring? Nö. Okay. Premiere quasi für dich. Das wird cool. Wärst du in der Kurve da immer so weit raus? Nein.
Fast noch 10 Minuten. Ja, ich werde jetzt auch mal die nächste Gruppe da richtig studieren. Die hier? Nee. Die jetzt? Ihr habt doch hier Wettkampf der Ligen auch gemacht. Wie lief's da bei dir? Hui. Im Qualifying bin ich rausgeflogen. Internet oder Steam eher. Und dann bin ich von ganz hinten gestartet. Ich glaube auf 8 gefahren oder sowas. Boah, die Kurve ist scheiße. Bitte Qualifying, gib mir mehr Grip. Ja, du kriegst mehr Grip. Im Rennen hast du auch noch mal ein bisschen mehr, Tobi. Alles richtig, alles nicht schön zu fahren. Muss ich jetzt auch allgemein nicht schön zu fahren? Dieses doppelte Runterschalten, ey. Kannst du ja mal den Kimi machen, guck, ob das Tor da hinten auch ist. Ja. Ne, ich glaube, der vierte Gang ist da besser in der Kurve. Sicher. Ja. Ich bin jetzt eine 11-7 gefahren auf den Soft. Ja, du warst langsam auf den Super Soft reifen. Ja, ich fahr's nicht. Ich bin auch gerade auf Fett gefahren. Okay. Hast du deine eigene Zeit gejagt? Wie schnell ist das Supersoft? 15. 6. Ah, mehr. Ich würde schon fast sagen, 7. Oh, doch, nur 5. Auf der kurzen Strecke halt. Habe ich jetzt sicherlich nicht gedacht, ein bisschen mehr hätte ich gedacht. So, du bist hinter Verstappen, der ist auf Medium. Wenn wir das sehen müssen, Qualifying. Raserbuchsenester, sehr gut. Da bin ich gespannt im Qualifying morgen. Hat er letztes Mal Ägypten ein Tor geschossen oder Uruguay? Ägypten hat ein Tor geschossen. Nee. Ja, das ist. Boah. Immer noch 0-0. Ja, morgen hast du gesagt. Oh, wie lange das ist hier mal lädt. Morgen sind 4 Spiele am Samstag. Frankreich, ja. Australien um 12, Argentinien, Island ist ganz gut um 15 Uhr. Peru, Dänemark um 18 Uhr. Und um 21 Uhr Kroatien, Nigeria. Das ist auch gut. Aha. Also, ja. Hier solide Elfter. Ich beende schon mal die Session. Ich bin durch. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1,11,6. Ja. Gut. Hamilton 9-7. Bände. Supersoft. Also nicht viel, 1,1. Das könnte mehr sein. Naja, ich bin gespannt morgen, wo die Reise hingeht. Vor allen Dingen mit Tobi, ob er wieder Platz 11 einnimmt morgen oder nicht. Hoffen wir nicht. Rein und tschüss. Macht's gut, ciao.